Was gibt's noch Neues hier? Amber Heard. Ne, was ist jetzt passiert? Johnny Depp verliert den Case, ne? Aber er gewinnt trotzdem. Also, so habe ich das jetzt verstanden. Also er wird wahrscheinlich den Case verlieren, aber er wird gewinnen, weil der öffentlich übertragen wurde und weil er seinen Namen damit reingewaschen hat. So. Was? Ja, das haben zumindest die Anwälte haben das zumindest gesagt. Er verliert. Ja, klar, weil also das ist ja ein Defamation Suit und den verliert er wohl. Und sie verliert ihren Counterclaim und dann gewinnt er aber trotzdem, weil halt öffentlich jetzt, weil er jetzt öffentlich besser darstellt. Wird das Gewinnspiel automatisch aufhören? Es gibt noch eine Auflösung. Die Auflösung ist morgen um 15 Uhr. Morgen 15 Uhr. Also, ja, really? Das hat zumindest so Anwälte. Ich hab mir da gestern, weil wir haben ja gestern drüber geredet und da haben einfach so Anwälte über diesen Fall gesprochen und über die aktuelle Situation. Und die haben da zumindest so gemeint, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er den Defamation Case gewinnt, ist wohl sehr gering. Aber es ist trotzdem, hat er alles erreicht mit dem Case, was er möchte. Und der von Amber wird auch wieder, also der wird auch, die kann auch nicht gewinnen und dann. Aber ich meine, da gibt's bestimmt, also das ist, ich meine, das ist halt ein Anwalt-Channel gewesen. Na, da kann ja jeder kommen. Schaust du dir die gesendeten Giveaway-Memes an von den Gewinnern? Ja, ich habe auch ein paar so angeschaut. Wenn ihr ein paar sehen wollt, kann ich euch zeigen. Da sind eine Menge eingesendet worden. Also wir haben echt viele Leute auch mitgemacht. Richtig cool, ja. Was ist denn das für ein Game, ja? Mal eine Runde Weiger für zwischendurch? Klar, ne? Danke an Pingy Hyper für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Willkommen, willkommen. Stimmt nicht ganz. Die haben ja jetzt eine Woche Zeit, um sich zu. Ja, genau. Also die Jury muss ja jetzt entscheiden. Ne? So funktioniert das ja in Amerika. Und die Jury gibt dann halt ihre Einschätzung ans Gericht weiter und dann die Richterin entscheidet weiter, glaube ich. Irgendwie so ist doch das. Na? Ah, die haben ja ein bisschen. Warum ist eigentlich bei denen das Rechtssystem so? Ist das nicht super scheiße? Warum hast du denn da eine Jury? Ist halt, das ist doch. Also, das ist doch völlig random dann, oder nicht? Danke an Ashishaki für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Und aus welchem Grund verliert er? Na, der Anwalt meinte, dass er nicht aus, also dass es bei diesen Fällen oft so ist, dass es nicht wirklich stichgriffig genug nachweisbar ist, dass die Defamation ausschlaggebend für den Schaden ist und dass du eigentlich solche Cases fast nicht gewinnen kannst. Aber deswegen, Johnny, geht's ja nicht darum. Also, der hat gemeint, Leute, ich kann das nur so wiedergeben. Ich keine Ahnung, ob das stimmt. Der hat gesagt, es geht Johnny Depp nicht darum, diesen Case zu gewinnen, sondern einfach nur diese ganzen Beweise vorzubringen, damit sein Name wieder reingewaschen ist. Das hat der Anwalt gesagt. Ob das stimmt, keine Ahnung, ne? Das ist auch nur ein Channel, ne? So. Wow. Bitte sag mir, du kriegst Piggy. Töte Piggy. Oh mein Gott, der tötet Piggy nicht. Shit. Tschüss. Geh mal hier rüber. Hat sich logisch an. Ja, so hat der das erklärt, ja. Okay. Sollen wir hier zusammen rein oder wie ist da der Stand? Focus Guys, wie viel steht's heute? Minus 2 bin ich gerade. Terrible Tag, schlecht gespielt, schlechte Laune. Alles scheiße. Ja, genau, Zalando. Also so hat er dann auch, also so hat der Anwalt das erklärt, genau. Also das praktisch, er kann das eigentlich nicht gewinnen, aber er gewinnt trotzdem.
Auch wenn er nicht gewinnt. So, also hat er doch gesagt, ja. So. Wir spielen gegen Genji Wannabe. Das ist der echte. Okay. Eine Diskussion über zwei Randoms, als wenn es nichts Wichtigeres gibt. Ich meine, das, also, ich meine, das ist natürlich, das ist halt Drama-Rama, das ist halt, was den Leuten Spaß macht, aber Randoms sind das nun wirklich nicht, also come on. Fucking Johnny Depp, ist der Captain. Wenn du Gangplank Main bist, come on. Da gibt's die beste Musik, gibt's aus der Franchise, wo er herkommt. Oder wo er mit dabei ist. Da gibt's die beste Musik überhaupt für Gangplank. Gut, sie ist von Hans Zimmer, ne? Aber. Das ist der verdammte Captain. Mm-mm. So, voller Fokus jetzt aber. Bam! So, in dem Matchup, ihr wollt im Early einfach nur nicht sterben. Okay, Team. I see you. Max ist der beste Schauspieler. Also ich persönlich mag Christoph Waltz am liebsten. Ich finde ihn insane, Christoph Waltz. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich habe den mal in einer Talkshow gesehen. Und ich glaube, also der spielt einfach sich selbst. Der ist einfach so. So. Oh, ich bin schon zurück. Disaster Strikes. Shock Triple Kill. Okay, das ist sehr, sehr schlecht für uns gewesen. Nur die ganze Karte verteilt. Wir haben jetzt gerade Toplane den Fight verloren und Botlane und gegnerischer Jungler ist jetzt extrem gesnowballt leider. Kowalski ist mein Lieblingsfilmemacher. Kowalski? Sind das nicht die Pinguine? Ryan Gosling, DiCaprio. DiCaprio ist auch sehr, sehr gut, ja. Ich mag super viele Filme von denen. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, er sollte oben ein bisschen vorsichtiger spielen. So. Ah, der gute alte Korean Jace. Es fängt schon wieder an. Jace im Team, Winratio droppt. Jace im Team, Winratio droppt. So. Klaus Kinski besser. Kinski war früher ein überragender Schauspieler, aber das ist ein unangenehmer Kerl. Holy shit. Das ist so ein richtiger Psychopath, ne? Korean Jace gleich EU Jace? Ne, viel schlechter. Actually, Korean Jace ist schlechter als EU Jace. Ich nehme alles zurück, was ich je über EU Jace gesagt habe. Ich meine, jeder Korean Jace ist gefühlt wie Nova Chrono, So. Das, wir haben mit 3-0 gestartet und jetzt steht es 3-8, oder was? Also da hinten dran. Ist die ganz rausgelaufen, oder was?
Meint ihr, die ist rausgelaufen? Oder meint ihr, die ist wirklich geportet in den Busch und ich war einfach zu spät? Die Midwave farmen, Bruder. Ja, aber geh doch die Midwave farmen. Jetzt fällt immer die Riesenwave und noch eine, weil du Botlane läufst. Wie ein Lemming. Okay. Unser Toplaner ist 1v1 gegen eine autofilte Toplane-Sejuani gestorben. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oder ein Loose, ne? Weil ich kann 1v9 her, glaube ich. Mal schauen. Scheiße, aber nicht so. Okay, sehr gut von denen eingefädelt. Die hat schon Mercs und ist halt extrem fett, leider. Okay. Ich habe mich nicht auf dem Schirm gehabt, dass die da zu dritt sind. Korean Jace, baby! Korean Jace! Always a sure way to end. Dun, dun. Wir werden den Drake hier bekommen, leider. Der Jace Hass. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich Jace im eigenen Team habe, verliere ich irgendwie. Ich habe einfach sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit dem Champion gemacht. Das fühlt sich so an, als wären die nicht so gut auf Jace, einfach die Leute hier. Nee, wahrscheinlich wird der runterkommen. Es wäre wichtig, jetzt zu verhindern, dass sie roamen können, aber ich kann halt eigentlich nicht. Die ist gerade zu stark. Vorsicht, Vorsicht, please, geil. Muss dringend raus, sie ist gleich da, sie ist gleich da, sie ist gleich da, please, geil, guys. Pferd kommt da noch auf. Ich kann moven, aber ich bin auf jeden Fall zu langsam. Oh, actually ist das wirklich, ne? Ich hätte noch den Cage stellen sollen. Schade, mal wird. Erstmal mal, ich hätte noch einen Cage stellen sollen für die Nelly. Was mach ich da? Eigentlich sehr gut für uns, ne? Was war das? 3 für 3. Die Ahri ist halt sehr, sehr fett. Es scheint, wenn jemand anderes außer mir Ahri spielt, ist der Champion sehr stark, ha? Entschuldigt. Okay.
zurück. Können wir gleich für Harold spielen damit? Taking care of business. Er schießt halt sehr gut für uns, wenn die AW-Bot ist, oder? Vielleicht sehr, sehr gut für uns. Vielleicht geht Sorgboots Void. Ich sollte auf jeden Fall Void gehen. Die haben so viel MR halt. Ja. Vorsichtig, die Ahri wird moven, Zehnsinger. Oh, scheiße, ich hab zu viel Schaden da. Ich geh vielleicht Bot-Turner. Taking care of business. Taking care of business. Ein bisschen stärker als wir aktuell. Wobei sie jetzt gerade keine Sums hat, also maybe. Oder keine Ult, meine ich. Oh, so scary, ja. Jetzt Harold nicht noch irgendwo eingesetzt, ja? Ja, wichtig hier rein zu pushen, damit sie nicht einfach so roamen kann. Technical Business. Taking care of business. Taking care of business. Schade, ey, wenn ich den Drake noch gesteelt hätte, wäre das so insane für uns gewesen. Das wäre ja so insane gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie der Aphelios, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie der das geschafft hat. Ah, der hatte Flash die ganze Zeit, okay. Naja, ich habe keine Ahnung, wie der das geschafft hat, die Dings zu killen. Die Ahri da. Ich meine, die war ja Full Life, ne? Wie ging das? Sehr, sehr stark von der Kaiser da, leider, wurde ich abgeholt. Ich unterschätze immer den Damage von Kaiser. So ein bisschen. Und das hier jetzt nach dem Durability Change. Da ist schon eine Menge. Oh mein Gott. Der CC. Move much. Der hat auf jeden Fall noch Ulti, ne? Der Heka kommt hoch. Wir können die killen und die ist fast sicher. Ja, sie ist schon tot jetzt. Jetzt ist sie schon tot. Ich hol die ein. Ja. Ich bin noch Stacken auf dem Weg, schnell. Nein, das war die einzige Möglichkeit, wie sie wegkommen kann. Und ist sie so stark, dass sie killt. Wow. Actually ist das mit, wir haben ja schon Bound, ist jetzt, sind wir so behind, really? Ich gedacht, ah. Ich gedacht, dass wir so behind sind.
Schaffe ich es, den Charge hier nicht zu brauchen? Das wäre sehr, sehr gut. Leider nicht, leider. Okay, Ari will für mich gehen. Müssen wir schnell den Mid-Turret halten. Aha. 1-9 Jace Toplane. 0-8 Blitzcrank Support. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab meinen Void. Ich brauch jetzt noch Rabadon. Sollen wir mal gucken. Ja, auf das Schreib. Ari ist nicht da. Es wird. Mal den Burschen. Und jetzt können wir mit dem entweder den Tier 2 nehmen. Mach hier mal einen Ort. Vorsicht mit Ari, damit du das nicht getrappt wirst. Die Ari hat halt leider Benjis, was das für uns ein bisschen schwieriger macht. Mal einstecken. Jetzt ist die Frage, brauche ich Rabadons hier, damit ich genug Schaden habe? Was meint ihr? Warum gehen wir denn jetzt hier vor? Really? Holy shit, Irgendwo ist hier jemand. Oh, wow. Die Nidalee und ich sind solche Hardversucher, ne? Wir haben einfach einen 1-10 Toplaner und 0-9 Support und wir klauen uns hier an dieses Game. Wir klammern uns. Das muss doch irgendwie winnable sein, ne? Come on! Und die haben wir Nash jetzt, oder was? Ich hätte Trinket wechseln müssen. Mhm. Können wir Nashen? Wir haben sehr schlechte Waffen, ne? Sehr bad, ehrlich gesagt. Also außer der Jace kommt halt. Wollen wir den Jace auch noch? Also wir müssen alle da sein. Das ist schon sehr risky. Der Jace farmt einfach Mitte. Kann nicht wahr sein, oder? Der farmt einfach Mitte, der Jace. Wir hätten tatsächlich Nash gekriegt. Wir hätten einfach Nash gekriegt, wenn er nicht Mitte farmt, die Sau. Warum denn Jace, Mann? Das wäre legit, wir hätten Nash gehabt. Och. Da war das Comeback gerade. Da war einfach das Comeback.
den Charger da holen und so immer raus jetzt. Okay. Ja, Rubber Dance. Gut, Rubber, me, Big Boy. Soll ich Benjis gehen oder Sonjas? Okay. Wir haben jetzt kein Flash für den Fight. Sieht sehr, sehr gut aus, ne? Schade, ne? Alles so low, aber keiner. Warum läuft der jetzt immer besser mit? Jetzt gehen die Nash leider nach. Aber die Kaiser, wir haben die Kaiser gekillt. Need 5-5. Please wait, Blitz. Ich hätte dem nicht helfen sollen. Ich hätte ihn einfach sterben lassen sollen. Aber wir verlieren zum Glück nicht den Nash. Das wäre der Super-Go gewesen. Warum ultest du Sejo? Du bist der Einzige, der in meiner Range ist und ich weiß, dass ich tot bin. Weil die Leona ult und die, also ich habe keinen Flash, ich habe keinen Benjis und ich habe keinen Sonjas. Das heißt, in der Situation versuchst du noch so viel Damage wie möglich zu machen. Du weißt, dass die Ahri noch in deine Range kommt, aber die Ahri hat Benjis, ne? Das heißt, die Ahri ist kein killable Target für mich zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe nur eine einzige Option und die Option ist, meinen Burst auf die Sejo zu machen. Weil ich ansonsten kein Ziel habe, weißt du? Ich hätte einfach meinen Dings sterben lassen sollen. Mein Blitzcrank, weil der halt reingelaufen ist in die Gegner. Leider. Kriegen müssen, Mana. Ich hab TP, wenn ich spawn. Das waren jetzt zwei schlechte Fights in Folge von mir, leider. Das waren zwei schlechte Fights in Folge. Ich meine, ich hatte da so einen schönen Cage, aber das reicht leider nicht mehr. Leider weg, ne? Die Leona ist down. Moment, ich schnell. Wo möchte ich denn? Oh mein Gott, wo da hinten? Können die Fights anders spielen? Wir müssen Front to Back spielen. Die haben leider verstanden, dass sie nur mich killen müssen, weil wir dann sofort verloren haben. Dann könnte alles schlimmer sein. Wir wollen nur einen großen Fight, dann ist es winnable. Alle runter, ich hoffe, der stirbt nicht, der Felias.
schon länger raus. Oh mein Gott. Schade. I tried so hard and got so far, but in the end it didn't leave me down. 1-14-0-13. Wenn ich da perfekt gespielt hätte, also es ist halt so schwierig, da nicht, wenn alle von denen auf mich drauf dashen einfach. Das ist so schwer, das zu überleben. Leider. Damit sind wir leider wieder bei minus 3, ha? Huh? Man, damit sind wir leider wieder bei minus 3 für heute. Heute geht's echt den Berg richtig runter. Sehr, sehr schönes Game von unserem Jungler, aber. Sehr, sehr schönes Game von unserem Jungler. Wir haben es so hart versucht, ne? So hart versucht.